Es könnte die späte Revanche werden. Genau 11 Jahre und ein Tag ist es her, dass Schachtjor Donezk Schalke 04 aus dem UEFA Cup warf. 1:0 gewann die Ukrainer damals in der Arena auf Schalke. In diesem Jahr wollen André Breitenreiter und sein Team es besser machen als ihre Vorgänger. Wir hoffen natürlich, dass es morgen anders ausgeht und wir werden alles versuchen, ja, dann dort auch auszugleichen, um in die nächste Runde einzuziehen. Das Spiel von vor 11 Jahren. Wobei bei Schachtjor waren, glaube ich, noch der ein oder andere Spieler dabei und der Trainer auch. Ich glaube, von Schalke keiner. Von daher spielt das natürlich keine Rolle. Wir versuchen morgen ein besseres Ergebnis zu erzielen als vor 11 Jahren. Wir unterschätzen den Gegner nicht. Die Favoritenrolle ist 50-50 für mich. Na, was wir anders machen müssen, ist, dass wir gewinnen müssen. Und das ist das Wichtigste. Ich denke, wir haben da auch Chancen gehabt. Aber wir müssen jetzt gewinnen. Und 1-1, 2-2, 3-3, das alles reicht nicht. Breitenreiter selbst war damals noch als Spieler aktiv bei Holstein Kiel. Doch er kennt die Geschichte natürlich, weiß, was sein Team erwartet. Gut für Schalke, dass Donezk mit Alex Teixeira im Winter den mit Abstand besten Torjäger der aktuellen Saison abgeben musste. Beim 0:0 im Hinspiel die Schalker mit deutlichem Chancenplus. Und so denkt Breitenreiter schon weiter. Die Euroleague ist ein spannender Wettbewerb in diesem Jahr sowieso. Die Qualität der Mannschaften ist enorm, unheimlich viel Tradition. Und wir haben ja für uns selbst auch das Ziel, so weit wie möglich zu kommen. Wohin das dann führen kann, wird man sehen. Erstmal haben wir morgen ein ganz, ganz schwieriges Spiel vor der Brust. Wir müssen erstmal Schachtjor Donezk ausschalten, um dann in die nächsten Runden einzuziehen. Aber mein Wunsch ist es natürlich, dass wir so weit wie möglich kommen und, ja, und am Ende auch die Euroleague gewinnen. Ein Satz, der aufhorchen lässt. Damit Breitenreiter mit Schalke Europacup-Sieger werden kann, muss sein Team es gegen Donezk aber erstmal besser machen als vor 11 Jahren.